Mein Name ist Christoph Kling, ich arbeite bei der Firma Weil Engineering, einem typischen mittelständischen Anlagenmaschinenbauer, und bin dort zuständig für Lean Management und unter anderem auch fürs Controlling. Ich fand die Gelegenheit gut, mit anderen Benutzern mich austauschen zu können, um einfach mitzukriegen, was haben die für Herangehensweisen gewählt, was gibt es da vielleicht noch für Ideen, wie man oder wofür man die Software einsetzen kann, was haben die für Hindernisse, damit ich es selber vielleicht vermeiden kann im Voraus. Und wir haben ja auch bei unserem Auswahlprozess schon sehr darauf gesetzt, dass wir mit anderen Usern in Kontakt treten. Ein gutes Marketing ist das eine, kann aber über vieles hinwegtäuschen, aber zufriedene Kunden, die von sich aus dann auch das Produkt weiterempfehlen, ist mir wesentlich mehr wert als eine schicke Broschüre. Und ich finde, da ist das sowas auch einfach eine gute Plattform. Die Dame, die diese KI-Lösung vorgestellt hat für die für die Erfassung der Inhalte in einer Rechnung, ja, fand ich hochspannend. Kannte ich so jetzt bisher noch nicht. Das ist zum Beispiel was, das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen und bei uns weiter untersuchen lassen. Also was mir einfällt zu dem Thema ist, dass ich schon vor 20 Jahren bei dem Thema papierloses Büro involviert war. Und ich finde es dann fast schon beruhigend zu sehen, dass es heute immer noch so viel Papier gibt, wie wahrscheinlich damals auch. Ist zwar alles jetzt viel schneller, also man lädt sich oft die Sachen halt als PDF aus dem Internet, während man sie sich früher per Post hat schicken lassen. Aber letzten Endes will der Chef dann doch das Papier auf dem Schreibtisch und mit dem Textmarker die wichtigen Passagen markiert und nicht irgendwie elektronisch.